Arr, hier spricht wieder Kapitän Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge hier von Flotsam Island und natürlich Tales of Monkey Island. Und beim letzten Mal ist dieser Typ hier aufgetaucht. Ahoi, verwahrloster Handwerker. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. So ist das nämlich. Ahoi, ich bin Gaffer Gripdigit, Glasbläser und Pirat. Du bist ein Piraten-Glasbläser? Wie kommt ein bärbeißiger Pirat dazu, kleine Einhörner aus Glas zu machen? Hör mal, Kleiner. Das Glasblasen ist so gefährlich wie das Segeln vor den westindischen Inseln. Eine falsche Bewegung mit der Stange in der Nähe des glühenden Lochs und schon kannst du deine Augenbraue einen Abschiedskuss geben. Kann ich das? Ich bin mir nicht sicher, ob das rein anatomisch betrachtet überhaupt geht. Das stimmt. Einhörner, ja. So, Einhörner, ja? Ei. Anmutige, zarte Wesen sind das. Aber um ehrlich zu sein, sind sie kein Verkaufsschlager unter den Piraten. Für mein nächstes Projekt nehme ich etwas, das sie wirklich anspricht. Wenn ich je diese verdammten, gehörnten Saftsäcke verkaufen kann. Okay. Was ist das für ein Schlussverkauf? Alphabet-Schlussverkauf auf sich. Das ist der letzte Schrei. Ich fertige unzerbrechliche Röhren in Buchstabenform, aus denen festlich beleuchtete Werbeschilder, moderne Erinnerungsbilder oder einfach nur Lampen gemacht werden. Kitschig. Ei, ziemlich geschmacklos. Konsonanten kosten 48 Goldstücke. Aber heute erhält jeder Kunde einen Vokal gratis. Wie wär's mit einem Vokal? Ich nehme einen kostenlosen Vokal mit. Ich denke, ich hätte gerne eine dieser kostenlosen Vokalröhren. Du möchtest einen Vokal kaufen, hä? Hier, bitteschön! Ein U? Und was ist mit A, E, I, O? Oder vielleicht Y? Alles ausverkauft. Wir haben nur noch YouTubes. Ah, nur noch YouTubes im Angebot. Das ist gut. Okay, dann fragen wir mal nicht weiter nach, weil da kann man ja wohl nicht sagen. Was können Sie mir über Flotsam Island sagen? Der Klassiker. Naja. Du hast sicher schon von Flotsam Islands höllischen Winden gehört. Aber hat man dir je etwas über die Riffe erzählt? Die Riffe? Ei, die Kristallriffe von Flotsam Island. Sie sind schärfer als Drachenzähne. Sie lauern rund um die Insel und zerfetzen jedes Schiff, dessen Kapitän dumm genug ist, Flotsam Islands Winde zu unterschätzen. War schön mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Ei. Wem geht das nicht so? Eben. Ich finde das immer noch klasse mit den Wortwitzen hier. Auch wenn es im Deutschen nicht so rüberkommt wie im Englischen natürlich, war der Witz jetzt wirklich sehr gut getroffen. Gerade wenn man es aufnimmt für YouTube, dann hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung. So, ich könnte halt die Fresse. Ich könnte jetzt nochmal mit dem Kielhorn-Typen reden, da habe ich aber keinen Bock drauf. Ich denke mal, wir haben ja jetzt diese... Was haben wir denn jetzt eigentlich? Ach nix, wir wollten klopfen, aber wir dürfen nicht, oder wie war das? Ausweis? Ausweis? Was für ein Ausweis? Okay, also ohne Ausweis, keine Kneipenschlägerei. Wir können auch mal hier, wir können unseren jungen Mann auch mal ziehen, das sieht auch lustig aus. Und das ist angenehmer. Irgendwelche Neuigkeiten? Nein, keine Neuigkeiten. Lass mich in Ruhe. Ich hab nie wieder Neuigkeiten für irgendwas. Geh doch mal, gelbe Rusch. Wir gehen noch mal zu unserem... Spiel gespeichert, sehr gut. Wir gehen nochmal zu unserem... Kannst du auch laufen? Hör auf zu gehen! Kostenlose Vokale! Ich hab einen. Holt sie euch, solange sie noch Vokale sind! Solange sie noch Vokale sind? Was? Wir haben uns hier, glaube ich, noch nicht mit allen Dingen beschäftigt, der Kunst. Und ich glaube, da jetzt diese Schmierfette liegt, könnte man hier nochmal... Huch! Oh, verflixt. Nochmal versuchen mit den heißen Kohlen eventuell. Aua. Heiß! Au! Aha. Er sagte ja, Schmierfett. Und jetzt haben wir einen Schwelbrand am Dock. Perfekt. Moins. Okay, dann halt nicht. Okay, also wir kommen hier erstmal so weit nicht... Ach, wir können in die Ruhe... Können wir hier... Ach so, wir können hier noch kurbeln. Dann kurbeln wir mal. Mal gucken, was hier passiert. Ach, er hat zurückgezogen. Was ein Arsch. Was
Das gucken wir. Wir können uns die Socken angucken, dann machen wir das auch. Hey, wer ist das in seiner Socke? Club 41. Aha. Mitglied auf Probe Nummer 37. Reginald Van Winslow. Das dürfte sich als nützlich erweisen. Dann haben wir jetzt hier. Ist das ein Ausweis für die Kneipe? Na, die da auf des Toten. Naja, noch singt er. Bald aber nicht mehr, wenn ich mit dir fertig bin. Dann hat sich das ausgesehen. Danach können wir mal in den Wald gehen oder in den Dschungel oder auf die Insel drauf auf jeden Fall, weil wir ja noch irgendwie keinen erfahrenen Schatzsucher gefunden haben, den wir wohl auch brauchen werden, wenn man hier den Davy Nipperkid ein bisschen beeindrucken will. Dann könnte ich doch mal den Ausweis, ich suche immer mein Inventar irgendwie, das suche ich irgendwie immer unten. Dann gucken wir mal eben, dass ich den Ausweis hier hinkriege. Klopf, klopf. Ausweis? Ausweis? Oh ja, mein Mitgliedsausweis. Hier, bitte. Sehr gut, Kapitän Van Winslow. Hier ist Ihre Augenbinde. Augenbinde? Sir, Sie kennen doch die Regeln. Alle Mitglieder des Clubs 41 auf Probe müssen im Club Augenbinden tragen. Richtig, wie dumm von mir. Ja, dann könnten das kann ja noch scheiße sehr werden. Sehr gut, Sir. Vorsicht, Stufe. Das ist aber nett, dass er mich warnt. Wie ich hörte, machst du einen richtig fiesen Grogatini. Achtung! Meine Nachos! Es tut mir so leid. Oh, mein Auge! Oh, tut mir leid. Katze! Au! Wir nehmen seine Katze mit. Au! Pass auf seine Hand auf! Nimm deine Pockenhand weg von mir, du Knallfrosch! Ei! Oh, mein Bein! Okay. Was für ein Kampf! Das war spektakulär, Winwood. Ah, okay. Der beste Piratentumult seit vielen Monaten. Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Es war, als wäre meine Hand besessen. Besessen, sagen Sie? Daraus kann ich noch mehr machen. Liefern Sie mir nur weiter solche Piraten, Boston Flipwood. Und ehe Sie sich versehen, übergebe ich Ihnen die Geheimnisse von Deepgut. Okay, jetzt haben wir auch einen roten Teppich. Wie geil ist das denn? Wie kommt denn das rote Zeug da drauf? Oh, Entschuldigung. Und dieser Gorgatini. Was zum... Du hast eines dieser Mini-Schwerter mit einer Olive in meinen Gorgatini getan. Ich hasse diese Dinger. Echt mal. Unverschämt. Unverschämt. Aber auf jeden Fall haben... sammelt aber alles vom Boden, ja? Es ist ein winziges Gorgatini-Schwert mit einer Olive. Oh. Ups, ich wollte nicht ins Menü. Ich wollte eigentlich nur zurück auf dem Inventar. Ich weiß nicht, wofür ich ein Gorgatini-Schwert mit einer Olive brauche. Aber wenigstens haben wir die Clubschlägerei schon mal hinter uns gebracht. Ich weiß nur noch so viel, dass es nicht so allzu lange dauert, diese ganzen Kapitel durchzuspielen, weil die immer relativ kurz sind. Ein Glück für uns. Dann lass uns doch mal langsam in den Sonnenuntergang reiten, wenn du dich mal beeilen könntest. Boah, der hat die Ruhe weg. Frau weg, Erzfeind auf einmal Mensch, aber er chillt sich da ein ab. Mal links oder rechts ist wahrscheinlich egal, hoffe ich. Oh, hallo. Beleibter Pirat. Dann gehen wir mal dahin. Hallo. Hi. Ah, wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und so möchte ich mich auch mal vorstellen. Joaquim Jacinto de Meara Alfonso de Oro. Schatzsucher der Extraklasse. Ah. Was hast du denn da unten gemacht? Was hast du denn da unten gemacht? Nichts. Es sah so aus, als würdest du mit Puppen spielen. Das sind keine Puppen. Es sind polygelenkige Porzellan-Power-Piraten. Ah. Was für Schätze interessieren dich denn? Golddublonen? Silbertriplonen? Gold und Silber kann jeder finden. Ich suche nach dem seltensten aller Piratenschätze. Hat er gerade geschnipst? Ich bin mir fast sicher, dass ich später bereuen werde, dich das gefragt zu haben, aber was ist denn der seltenste aller Piratenschätze? Porzellan-Power-Piraten. Was sind denn Porzellan-Power-Piraten? Wenn wir gerade schon mal das Thema am Tisch haben. Davy Jones Platzsparwunder sind denn Porzellan-Power-Piraten? Sie sind die seltensten und coolsten Actionfiguren aller Zeiten. Ich verfolge ihre Wege dank der Porzellan-Power-Piraten-Schatzkarten nach, die in ausgesuchten Packungen der Porzellan-Power-Piraten-Passionsfrucht-Frühstücksflocken enthalten sind. Ich jage ihnen seit Jahren hinterher und ich habe fast schon die gesamte Kollektion zusammen. Ja, Power Piraten, Porzellan Power Piraten, was? Frühstücksflocken? Wie viele PP Piraten fehlen dir noch?
Der einzige Powerpirat, den ich noch nicht fand, ist der ultraseltene, nahezu unauffindbare Dark Ninja Dave mit Killer Karate Katana. Ich dachte, ich könnte ihn hier auf Flotsam Island finden, aber ich wurde reingelegt. Reingelegt? Ja. So ein Kerl in einer karierten Jacke mit ständig winkenden Armen verkaufte mir eine Ninja-Dave-Karte. Aber wenn ich ihr folge, drehe ich mich ständig im Kreis. Warum ist der Ninja-Dave so selten? Warum ist Dark Ninja-Dave so selten? Weil ein paar Pirateneltern ihn wegen des spitzen Zubehörs Killer-Karate-Katana verbieten ließen. Sie sagten, man könne daran ersticken. Weicheier. Okay, jetzt wissen wir, warum er selten ist. Darf ich mal die Karte sehen vielleicht? Darf ich sie mir mal ansehen? Nimm sie. Sie ist wertlos. Ich lasse es dich wissen, wenn ich was finde. Und du bist dir sicher, dass Dark Ninja Dave ein wertvoller Schatz ist, ja? Oh, das ist das Zeug, aus dem Träume sind. Porzellanträume. Ich träume nicht so viel von Porzellanträumen. Die Winde haben dich dann wahrscheinlich nicht nach Flotsam gebracht, denke ich mal. Haben die Winde auch dich auf Flotsam Island stranden lassen? Ja, aber ich kam freiwillig her. Ich suchte die schwer zu fassende Dark Ninja Dave Porzellan Power Piraten Actionfigur. Weißt du, und da sagt man manchmal zu anderen Leuten, das sind Nerds, aber er hat ja kein anderes Thema. Und was ist das mit dem rosa Puppen? Was ist das für ein rosa Puppenhaufen? Actionfigurinen? Was soll dieser rosa Haufen mit Actionfigurinen überhaupt? Das sind meine zusätzlichen Pink Pyjama Pierres. Der langweiligste und am wenigsten gefragte der Porzellan Power Piraten. Ich verabscheue Pink Pyjama Pierre mit der Intensität von 1 Million explodierenden Kanonenkugeln. Ja, das ist heiß. Kann ich dich Doro der Forscher nennen? Nein. hat wohl was mit Dora zu tun, ja? Denke ich? Ich denke ja. Sieh nur, da ist die Ninja Dave-Figur mit Wurfstern-Action. Wo? Wurfstern-Action? Ich glaube, ich klaue mir mal so eine Piratenpuppe, wenn ich gerade die Gelegenheit habe. Ist doch nur eine kleine Porzellan. Mach einfach die Augen zu und denke an einen glücklichen Ort. Oh. Ich hab nichts gesehen. Tut mir leid, das muss an den Blättern liegen. Ja, dann spiel du mal weiter mit deinen Puppen. Komische Leute gibt's hier. Zurück zum Dschungeleingang. Nö, wir gehen noch mal ein bisschen durch den Dschungel. Apropos Dschungel. Sonderbar. Ja, das stimmt. Wir haben doch jetzt diese komische Karte, da können wir uns mal angucken. Dieser Dschungel ist echt laut. Ah, okay. Dark Ninja Dave. Da müssen wir wohl unseren Ohren vertrauen. Und meine komische Hand macht immer noch Zicken. Hier und da. Macht immer die Kralle. Oh, immer weiter hier. Stiefel durch den Wald. Oh, was ist das? Bombenhaufen. Smile and Stance Minibomben für junge Damen. Die ganze Kraft großer Minibomben in einer kleineren Packung für zarte Piratenhände. Ich sollte lieber alle nehmen. Richtig. Okay, jetzt haben wir auch Bomben. Warum nicht, wenn die da schon mal rumliegen für kleine, zarten Piraten-Damenhände? Wie schön. Das ist das, was ein Piraten-Damenherz doch höher schlägt in der Mini-Handtasche. Nicht nur den Piraten-Chihuahua und den Piraten-Papagei, sondern auch natürlich den Tür. Cool. Hallo? Wie lautet das Wort? Ich verkaufe diese Fallen jeder Nacken, das Wort ist. Kielhauler. Okay, kein. Also ohne Wort kriege ich da kein. Eine Auskunft, also brauche ich von dem Typen wahrscheinlich. Das Passwort. Hier ist ein Kalender? Aha. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag, der 12. Seku. Sonntag, der 12. Seku? Was? Ach, man kann rennen. Wie schön zu wissen. Man verläuft sich hier wirklich leicht, oder? Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder da, wo die Bomben vorher lagen. Ja, wahrscheinlich ist das so. Dann gehen wir nochmal jetzt nach unten, anstatt nach oben. Wir müssten jetzt zu so einem komischen Brunnen irgendwann kommen. Zumindest laut Karte. Ich gehe mal nach da. Aha, der Brunnen. So, und jetzt haben wir uns überlegt, wir müssen mal eben raufschauen. Auf die Karte. Jetzt alle mitdenken. Wildschwein, Affe, Biene, Affe. Wildschwein, Biene, Vogelschatz. Nochmal. Wildschwein, Affe, Biene, Affe. Wildschwein, Biene, Vogelschatz.
Ja? Ey, offen mal rauszugehen. Aber das könnt ihr mir nochmal in die Kommentare schreiben, denn das gibt es erst in der nächsten Folge hier bei Let's Play Tales of Monkey Island. Bis zum nächsten Mal. Ciao.